Denn den auf einmal da hinten, der war doch gerade noch hier vorne. ETF. Alter, stehen bleiben und so. Aber was zum Geier? Wieso bist du auf einmal da hinten? Ach, da unten ist er. Ja, ich glaube, es hackt, Junge. Oh, hier vorne ist auch noch irgendwas. Ah, da ist wieder so ein Würfle. 1, 2 und 3. Geht doch. Ah, da war wieder so ein Viech. Hallo Shidori, schönen guten Abend, mein Lieber. Wie war es im Krankenhaus? Was sagen die zu deinem Fuß, mein Lieber? Willkommen. Naja, 10 Einheiten Physio und sonst nix, okay. Oh, nicht gerade viel, ne? Die sind im Haus, die Viecher. Ah. Einmal zicken eine Maus, läuft. So. So. Da ins Haus kommen wir immer noch nicht rein. Ah ja, ich Trockenfleisch vergessen, ich glaub's nicht. Oder ich hab's extra liegen lassen, kann auch sein. So, gucken wir mal. So, hier unten ist alles verstrahlt. Hier ist alles verstrahlt. So, mal gucken. Hier haben wir tatsächlich noch einen Teleporter, den wir noch nicht haben. Den würde ich mir ganz gerne auch noch besorgen. Ich glaube, da gehen wir mal in die alte Ah, warte mal. Nee, abbrechen. Abbrechen. Probieren wir mal was anderes. 3D ist auch verstrahlt. Ja, vielen Dank auch. Vielen lieben Dank. Glücklich und so. Ah, hier sind wir falsch. Ah, dammit. Hier sind wir falsch. Hier wollte ich nicht hin. Ach, das war das. Ach, hier war das. Südklippe. Ah, ja, richtig. Da wollte ich hin. Trini ist auch verstrahlt, sagt er. Ich fasse es ja wohl. Unglaublich. So, gehen wir mal ein Stückchen runter. Frischen uns nochmal auf. Weil hier ist nämlich ein überdimensionaler, heftiger Gegner. Da wollte ich mal gucken, ob wir den kriegen. So,
Okay, die haben wir schon mal. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber da läuft ein dicker, fetter Zyklop rum. Der ist böse. Der ist richtig böse, Leute. Da wollte ich gucken, ob wir den jetzt mal klein kriegen. Übermächtiger Zyklop. Ja, da steht's schon. Alles klar. Übermächtiger Zyklop down. Nice. Klappt doch. Geht nicht mehr in den Nahkampf. Der hier macht richtig bösen Schaden. Der macht richtig, richtig bösen Schaden. Den hatte ich schon mal probiert und der hat... Oh, besondere Trophäe habe ich sogar. Nice. Der ist richtig übel, der Junge. Der ist wirklich richtig übel, der Junge. Na, der hat mich da... da war ich... Null Gegner für den, wirklich. Also, ich war so eine kleine Fliege oder sowas, die ihn gestört hat. Wo ich den das erste Mal probiert habe. Von daher, ich weiß schon, warum ich nicht in den Nahkampf gegangen bin, mein Lieber. So, irgendwo unter mir ist noch ein Viech. Und da oben ist anscheinend auch noch ein Viech. Aber endlich haben wir das Vieh mal klein gekriegt. Yay! Sehr schön, sehr schön. Wenn schon unschuldige Mutanten, mein Lieber. Wenn schon, denn schon, ne? Ah, da haben wir nämlich schon den nächsten hier. Wo willst du hin? Ach, der hat diesmal sogar Falk direkt ins Auge gekriegt. Ach, guck mal an. Nice. Lässt er mich mal in Ruhe. Das ist ja nett. Dankeschön. Das ist ja knuffig. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich wage mich dann nämlich jetzt auch mal nach da hinten zu den ganzen... Da waren ja noch die ganzen Banditen in dem Haus da hinten. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Oh, hi. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. So. Ach, guck mal, wen wir da haben. Nachtschatten. Ein Kampf. Erinnert so ein bisschen an die Schattenwölfe. Die Schattenwölfe hießen die nicht bei Gothic. Schattenklauen, glaube ich. Das waren richtig fette Viecher, die meistens in dunklen Wäldern oder Höhlen waren. Sandiges Tagebuch Teil 2. Nice. Ach, da brauche ich sogar einen Schlüssel. Ach, guck mal einer an. Und einen blutigen Schlüssel haben wir auch. Sehr schön. Eieiei. 120 Ilex, nice. Metallschrott.
Da war wieder ein Stalker. Achtung! Oh, da habe ich gleich wieder jede Menge Zeug zu verkaufen. Das ist schon mal ziemlich nice. Trini, du brauchst Mana. Ah, oh, so ein bisschen. So ein bisschen. Und hier waren wir ja auch schon mal, wo ich dann kläglich vernichtet wurde. Da hatte ich ja noch versucht, den Drecksack da unten. Ja, komm mal her. Darfst da mal rüberkommen, mein Freund. Danke. Und da vorne sind jetzt wieder jede Menge Banditen. Die holen wir uns jetzt. Das machst du nicht ungestraft. Ja. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoll. Klappt doch endlich. Ne, Mr. Banditenanführer. Kannst mich mal, Alter. Ich vermisse Falks Achtung. Ah, und eine Sonnenbrille haben wir, eine neue. Interessant. Kleiner Mana-Trank, den braucht man nicht. Aber eine Runde schlafen tun wir gerade mal. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. So. Ah, Olli, das liegt da dran. Weil Sub, weil Mod. Das gibt ein bisschen mehr im Endeffekt raus. Deswegen kriegt er da ein bisschen mehr, Olli. Ja, dann haben wir das Ding ja auch fertig, wa? Sehr nice. Gut, gut, gut. Brauche ich mir ja fast keine Sorgen mehr mittlerweile machen, wa? Sehr schön. Ja gut, Olli, du musst mal mit eins bedenken. Ich musste alles neu einstellen, ne? Ich musste komplett alles neu machen. Das heißt, ich habe auch die generellen Punkte, die man gewonnen hat, habe mich auch mal ein bisschen angepasst. Da drüben! Oh, sieht gut aus.